Körper. Wissen Sie, ob steht man sich ja die Beine in den Bauch bei der Kälte und dann stundenlang. Sagen Sie, sind Sie nicht der? Nein, das ist ja nicht wahr. Sie sind. Wissen Sie, ich bin einer Ihrer größten Fans, wirklich. Und jetzt sitze ich bei Ihnen im Auto. Von Ihnen habe ich ja so eine Schlagzeile noch in der Zeitung gelesen, ne? Das ist ja jetzt ein Thema. Es wird fast viel besprochen, nicht? Obwohl, das muss ja auch nicht immer so stimmen. Mir hat mal ein Bekannter gesagt, der Joschi ist ein Bekannter von mir. Der hat gesagt, was in den Zeitungen so steht, das muss nicht immer unbedingt stimmen. Wenn ich das gleich in der Uni erzähle, das glaubt doch wieder keiner. Obwohl, momentan haben wir Semesterferien, ne? Haben Sie auch Ferien? Das ist ja ein super Schlitten hier, ist ja unglaublich. Nein, sicherlich umsonst, ne? Sind Sie eigentlich ein sicherer Autofahrer? Obwohl, was frage ich? Sehe ich ja, ne? Sie sind sicher neben hier sehr gut auszukennen, nicht wahr? Ich bin übrigens Student der Informatik. Da muss ich mich auch sehr gut auskennen. Aber wo sind wir denn jetzt eigentlich, hm? Was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Jetzt habe ich vor lauter Schwänzen habe ich einen Scheißdreck zusammengefahren. Ja, gut, kann ich dich mitnehmen. Vielleicht braucht seine Frau den Wagen. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Hubschrauberbankraub. Weitere Täter verhaftet. Deutschland jubelt. Es wird wieder wärmer. Aufschwung, erste Autowaschstraße in Chemnitz eröffnet. Und Australian Open, Skandal um verwechselte Urinprobe. Die Themen der Woche. Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth steht wegen der sogenannten Dienstflugaffäre immer noch in der Kritik. Sogar ein Gutachten des Bundestages konnte sie nicht völlig entlasten. Rita Süßmuth selbst äußert sich jedoch nach wie vor nicht zu den Vorwürfen. Hey Rita, warst du im Urlaub? Du siehst richtig erholt aus. Ach, danke. Sehr nett. Das war aber bestimmt ganz schön teuer. Ferrari-Boss Monte Semolo hatte es Michael Schumacher versprochen. Beim nächsten Ferrari wird alles anders. Und er behielt recht. Der neue Motor platzte diesmal schon bei den Testfahrten im spanischen Jerez. Unser Sportreporter Marco Rima sprach mit dem Formel-1-Star. Michael Schumacher, stimmt es, dass Sie in der Formel 1 schwerhörig geworden sind? Bitte? Ja, ist ja nicht so wichtig. Wie ist das eigentlich? Ich habe gehört, Sie können Ihre Oma auf dem Kinn balancieren. Wie steht das eigentlich mit dem Opa? Ist das auch möglich? Opa ist noch ein bisschen zu heavy für mich. Naja, das wäre toller. Außerdem gelten Sie als Kenner der Erotikfilmszene. Wenn Sie nun wählen könnten zwischen einem romantischen Abend mit Corinna oder einem Sexfilm, wofür würden Sie sich entscheiden? Ja, einen schönen Film bevorzuge ich im Moment noch. Also mir wäre so ein Film zu ermüden, zwei Stunden lang nur da sitzen und dieses ewige Auf und Ab. Wenn Sie zwei Stunden im Rennauto sitzen müssten, bei extremen Unebenheiten, dann wären Sie zwei Stunden auf einem gemütlichen Stuhl aufschlafen. Natürlich. Was geht Ihnen dann so vor, wenn Sie Namen hören wie Theresa Orlowski oder Dolly Buster? Ich habe eine trockene Kehle für den Moment. Ja, dann will ich Sie nicht mehr länger aufhalten. Vielen Dank, Michael Schumacher, und viel Spaß, ne? Die Frontfrau von RTL, Birgit Schrowange, ist für ihre tollkühnen Reportagen bekannt. Bei ihrer letzten Aktion hat sie sich leider etwas wehgetan und wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Wir schalten nun live zu ihr ans Krankenbett. Hallo Birgit Schrowange, Sie haben ja beim berühmten Sackhüpfen rund um den Kölner Dom mitgemacht. Leider sind Sie schon nach 3 Metern über Ihre eigenen Füße gestolpert. Wie konnte denn das passieren? Das war eine sehr schwierige Rennstrecke. Man hat mir hinterher erzählt, das soll die schwierigste Rennstrecke Europas überhaupt sein. Ja, sicher, Frau Schrowange, natürlich. Aber fürs Sackhüpfen braucht man eben doch ein Mindestmaß an Intelligenz. Das wusste ich vorher nicht und ich glaube, ich habe mir ein bisschen zu viel zugemutet. Das glaube ich auch. Aber was würden Sie denn nun sagen? Wie kam es zu dem Unfall? War es eher Geltungssucht oder Dummheit? Also kam wohl beides zusammen. Vermutlich, ja. Angeblich, Frau Schrowange, sind Sie ja bei Ihren Mitarbeitern auch nicht besonders beliebt. Sagen Sie, besucht Sie denn eigentlich irgendjemand im Krankenhaus? Ja, meine ganzen Kollegen, kommt doch mal ins Bild hier. Ich
sehe niemanden. Komm mal eben. Martin, Annette, Uli. Also, Birgit Schrowange, Sie müssen uns hier jetzt wirklich nichts vorspielen. Ja, jetzt einmal ganz ehrlich, interessiert sich denn eigentlich irgendjemand dafür, wie es Ihnen geht? Überhaupt nicht, nee. Tja, schade, Frau Schrowange. Und nun der Nachrichtenüberblick mit meiner charmanten Kollegin Michaelke. Überblick. Bonn. SPD-Chef Oskar Lafontaine forderte im Bundestag neue Konzepte zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Sein Parteikollege Rudolf Scharping setzte diesen Appell sofort in die Tat um. So, Oskar, ich habe hier ein paar wirklich tolle Ideen. Lies doch mal. Ja klar. Mein Gott, der Depp nervt. Und tschüss. Hannover. Die Bundestagsfraktion der FDP traf sich gestern zu einer Klausurtagung. Im Mittelpunkt standen Finanzfragen und die Suche nach neuen Einsparungsmöglichkeiten. Nee. Das ist ja widerlich. Er hat den Kaffee gekocht. Ist ja furchtbar. Das wäre doch einfach schade drum. Bonn. Die Opposition fordert den Rücktritt von Verteidigungsminister Volker Rühe. Kritiker behaupten, Rühe fehle es für die Führung der Bundeswehr schon am nötigen Grundwissen. Einsatztruppe. So Mist, da komme ich nicht drauf. Verdammt. Dann muss ich erst den Theo fragen. Berlin. Der Entertainer Harald Junke wurde in dieser Woche erneut in einer Hotelbar rückfällig. Um einen weiteren Exzess für die Zukunft auszuschließen, bezog er jetzt in Berlin eine neue Unterkunft. So, Freundchen, kannst rauskommen. Bist du ausgeschlafen? Nein. Taxi steht schon draußen. Komm. Bonn. Bundeskanzler Helmut Kohl hielt am Montag seine Rede zur Lage der Nation. Nicht alle Abgeordneten waren imstande, den Ausführungen des Kanzlers bis zum Ende zu folgen. Ohne, und das ist wichtig festzustellen, ich tue dies mit Stolz, ohne die vorangegangenen Konsolidierungsarbeiten der 80er Jahre dieser Koalition wäre diese Transfers überhaupt nicht möglich gewesen. Auch das sage ich schon, ist der noch einmal klar, deutlich. Mir. Ein Zauberstab. Potenziale wichtig ist, diese Erinnerung nicht untergehen zu. Pippidi, pippidi, pau. Oh Gott. Oh Gott. Aber das bin ich nicht gewesen. Nein, das steckt es nicht. Der ist gegangen. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Lück. Danke. Anke, meine Damen und Herren, Sie kennen das vermutlich. Man gibt Unmengen von Geld aus, um die Frau seiner Träume zu erobern. Aber am Ende ist nicht nur das Bett, sondern auch das Konto leer. Da hilft dann nur noch eins, ein neuer Anlageberater. Nein, der Schober! Schröder! Mensch, ewig nicht gesehen! Setz dich! Wie geht's dir? Beschissen, und dir? Total schlecht! Wart mal! Mein Haus, mein Wagen, meine Frau! Mein Haus, mein Wagen, meine Frau. Meine Dusche, meine Hausbar und mein Fachhund. Aber an der Wall Street, da hattest du doch Millionen. Mein Anlageberater. Wenn es um Geld geht, Barbissen. An diesem Wochenende, meine Damen und Herren, findet in Schwerin der Bundesparteitag der PDS statt. Gregor Gysi sorgt im Vorfeld mit Rücktrittsdrohungen für Aufsehen. Was ihn außer Politik sonst noch so interessiert, verriet er meinem Kollegen Hennes Mörike. Gregors Lied vom verschwundenen Deckhaar. Zwar wächst mein Haar,
Doch wer kann das verstehen? Die Richtung soll plötzlich nach rückwärts gehen. Auf der Welt gibt's genug Haar. Und ich sage trotzdem... Das wird höchst ungerecht verteilt, das ist das Problem. Doch der Arzt, auf dessen Rat ich hab Kuhmist-Shampoo genommen... Der soll mit diesem Argument hier wirklich nie wiederkommen. Denn so eine Glatze, heute sag ich's voll Glück... ist wirklich in jeder Hinsicht ein starkes Stück. Vor allem Frauen werden ganz heiß. Vor allem Frauen werden ganz heiß, wenn sie es sehen, mein kahles Gebiet. Die sitzen jetzt vor den Fernsehern und erleben, was mit ihnen geschieht. Drum, täglich, ja täglich die Haarlänge messen. Können Sie heute, ab heute vergessen. Nur mein Friseur. Die Tunte wird's morgen gefährden. Sie kommt zurück und kann sofort gefeuert werden. Danke. Der Schäckl. In unserer Rubrik Leute, heute stellen wir Ihnen nun wieder einen Menschen mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit vor. Diesmal besuchte Bastian Pastewka einen Mann, dessen ungewöhnliches Talent jeden Wissenschaftler in Staunen versetzen dürfte. Guten Tag, Herr Görgens, ich begrüße Sie. Ja, guten Tag auch. Von mir hier zu Hause an den Geräten. Herr Görgens, Sie haben ein ganz außergewöhnliches Talent. Sie können das Alter von Schnee am Geschmack erkennen. Jo, das kann ich wohl. Das klingt ganz außergewöhnlich. Zeigen Sie uns doch mal, wie das funktioniert. Jo, die Schneeflocken, die probiere ich. Und wenn die noch Biss haben, dann ist der Schnee ganz jung. Ja, dann machen Sie es doch einfach mal. Ja, muss ich schmecken. Komm, einen Löffel zu. Ja, bitte. Hier ist er. Habe ich geschenkt gekriegt von meinem Nachbarn Heinz, von der Kur, mitgebracht aus dem Sauerland. Fein. Und wie alt ist der Schnee? Der Schnee ist noch nicht alt. Der ist von diesem Winter. Ja, geht das nicht etwas genauer? Also welche Woche, welcher Monat oder welcher Tag? Nee, genauer kann ich nicht. Können Sie vielleicht noch sonst irgendwas Besonderes? Ich kann wunderschöne Bilder im Schnee pinkeln, soll ich? Nein, nein, das geht nicht. Vielen Dank. Komm ich jetzt im Fernsehen? Nein. Zurück in die Wochenschau. Kommen wir zum Sport und zum Fußball. Die Spieler des FC Bayern München bereiten sich zurzeit mit ausgiebigem Konditionstraining auf die Bundesliga-Rückrunde vor. Nur Mittelfeldstar Mario Basler fehlt es noch an der nötigen Disziplin. Zum Tennis. Die Australian Open haben es wieder gezeigt. Das Interesse am Profi-Tennis geht zurück. Vor allem im Damentennis führen die sinkenden Einschaltquoten auch zu sinkenden Preisgeldern. Schon jetzt müssen viele Sportlerinnen ihre Ansprüche zurückschrauben. Ja, wo bleibt ihr denn? Dann gib ich doch gar nicht. Dann kommt doch so weit, dass ich mir die Klamotten selber aus dem Keller holen muss, nur weil meine Alte nicht in die Gänge kommt. Na, das wird aber auch Zeit, ja? Ich geh jetzt noch die beiden leeren Kisten Bier, die will ich mir nur abgeben, da gibt nämlich Pfand. Und nun kommen wir zu einer ganz besonderen sportlichen Attraktion. Spartacus, der größte Stuntman der Welt, wird uns nun wieder mal eine sportliche Höchstleistung präsentieren. Und zwar in den eisigen Kurven einer Bobbahn. Wo genau? Das verrät Ihnen nun meine Kollegin Anke Engelke. Hallo und herzlich willkommen im winterlichen, wo auch immer, dem Schauplatz der neuesten Heldentat von Spartacus. Und da kommt er auch schon, der Meister der Gefahr. Hallo Spartacus, Sie Wolf im Schafspelz. Hallo Anke, die Hase in Strumpfhosen. Spartacus, ich weiß ganz genau, was Sie vorhaben. Stimmt. Aber vorher will ich auf der schnellsten Bobbahn der Welt einen neuen Rekord aufstellen. Und zwar mit einem Spezialschlitten extra von Fuji gebaut, stimmt's? Nein.
Ohne Schlitten. Nur mit meinem Körper. Verzeihen Sie die Frage einer dummen Frau, Spartacus, aber bremst das da nicht die Geschwindigkeit? Die Frage ist nicht dumm, auch wenn sie von einer Frau kommt. Deshalb hat Fuji Hachimoto, hallo Inka, der nicht nur mein Freund und Trainer ist, sondern auch Japans bedeutendster Raketenfachmann, diesen Spezialmotor entwickelt, ursprünglich eine Marsrakete. Ursprünglich Arschrakete. Ich kann damit eine Geschwindigkeit von mehr als 1000 Stundenkilometern erzielen und die Schallmauer durchbrechen. 1000 Stundenkilometer, aber wie wollen Sie denn da im Ziel bremsen? Auch daran hat Fuji gedacht. Er wird unten in der Zielkurve stehen und mich auffangen mit diesem elastischen Bremsseil. Elastische Bremse? Das fest im Boden verankert ist, Blödmann. Blödmann. Okay. Ich bin soweit und ihr geht schon mal runter ans Ziel. Toi, toi, toi. Wo ist denn das Bremsseil befestigt? Oh, ich hab's vergessen. Großartig, Spartacus, was für ein wahnsinniger Stunt. Wie gerne würde ich Ihnen jetzt die Hände schütteln, wenn ich nur wüsste, wo Sie sind. Ich auch, blöde Ziege. So sieht also eine Schallmauer aus. Er hat sie tatsächlich durchbrochen. Und gleich sehen Sie noch in der Wochenshow Flirten mit Linda de Mol, damit es Ihnen auch in kalten Nächten richtig heiß wird. Also, bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Wochenshow. Und das sind die weiteren Themen dieser Woche. Wahnsinn, immer mehr Rinder gucken Hochwasser. Neuer Trend, Hula Hoop im eigenen Reifen. Und toll, deutsche Hammerwerfer schon in Topform. Und nun, meine Herren, kommen wir wieder zu unserer Erfolgsserie Flirten mit Linda. Von und mit unserer Starreporterin Linda de Mol. Unzählige Paare hat der blonde Engel aus Holland schon zusammengebracht. Und auch heute zeigt uns Linda wieder, wie man sich dem anderen Geschlecht am besten nähert. Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Flirten mit Linda. Ich bin Ihre Linda de Mol. Sie sind meine Zuschauer und wir sind in einem ganz tolle Skigebiet mit ganz viel lecker Schnee. So, wir wollen mal gucken, wen wir heute verkuppeln können. Na, ich würde sagen, der sieht genau richtig aus für uns, oder? Hallo! Hallo, ich bin die Linda. Und wer sind Sie? Rüdiger. Rüdiger so. Stangl. So, Rüdiger, sagen Sie, wollen Sie mal ein leckeres Mädchen kennenlernen? Klar doch, Puppe. Dann wollen wir mal schauen, ob wir Sie nicht ein bisschen leckerer zurechtmachen können. So, Rüdiger, jetzt wollen wir doch mal sehen, was wir aus Ihnen zaubern können. So, Rüdiger, ganz wichtig ist natürlich eine tolle Mütze. Anschließend eine modische Accessoire, ohne geht gar nicht, ne? So, auf den Kopf rauf und zum Schluss noch eine modische Brille. Und mit dieser tolle Brille bist du der König von der Piste. Rüdiger, sehen Sie da drüben die schöne Skihase? Jetzt fahren Sie einfach mit einem leckeren Schwung zu der Skihase hin und sagen Hallo zu der schönen Fräulein. Wow. Hallo zu dem schönen Fräulein. Einfach raus auf die Piste ist natürlich der Flirten beim Après-Ski. Dafür haben wir uns ein bisschen schick gemacht und wir ergreifen die Initiative und mit einem lockeren Spruch laden wir die Dame unseres Herzens zu einem Drink ein. Oh! Hallo! Na?
schon was vor heute an? Und wenn das beim ersten Mal nicht direkt funktioniert, nur nicht den Mut verlieren. Denn ich sage immer, auf jede Töpfchen passt auch ein Deckelchen. Na, ihr beiden, habt ihr Lust auf ein Sandwich? Na also, das klappt ja schon ganz wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Flirten mit Linda ist immer Spaß dabei. Flirten mit Linda und bald bist du zu zwei. Und meine Flirte schaffst es auch du. Flirten mit Linda, Traumzeit mit du. Wir schalten jetzt noch einmal schnell zu Birgit Schrohwange ins Krankenhaus. Frau Schrohwange, wie fanden Sie denn nun die Wochenshow? Ein bisschen zu viel nacktes Fleisch, würde ich sagen. Aber ansonsten hat mir die Sendung ganz gut gefallen. Zu viel nacktes Fleisch? Verstehe ich gar nicht. Naja, das war die Wochenshow. Gleich sehen Sie noch die lustigsten Szenen dieses Winters. Verpassen Sie danach nicht das verrückte Hotel 40 Towers. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Samstag und kommen Sie gut durchs Wochenende.